Hallo, hallo, meine Lieben, hier ist wieder euer Einheil Harry. Servus, grüß euch und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn es heißt Akku rein, glücklich sein, das ist Harry. Heute geht es wieder um den Hypresso. Einheil Hypresso, Hochdruck, nein, nicht Hochdruck, Druckreinigerpistole. Druckreinigerpistole. Wiegt ungefähr ca. 2 Kilo, ist extrem handlich durch das. Durch den Akku unten drin. Akku rein, glücklich sein, sagt der Harry immer. Und fertig. Und wir wollen die Schaumdüse ausprobieren. Die habe ich dann ausprobiert. Ich habe schon Auto damit gewaschen. Ich habe schon ein paar Videos dazu gemacht. Ich verlinke euch die ganzen Videos unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch das anschauen. Unboxing-Video, Testvideo Autoputzen, Testvideo am Wohnwagen. Nur mit dem Kübelwasser. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Ich verlinke euch natürlich auch das Gerät unten in der Videobeschreibung. Ich bin richtig begeistert mittlerweile von dem Gerät, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil seine Stärken spielt er natürlich aus beim Wohnwagenputzen mit dem Kübelwasser. Weil ich habe keinen Gartenschlauch bei der Hand, habe nur einen Kübel Wasser, dann spielt es eine starke volle Kanne aus. Und viele sagen, der ist genauso wie ein Gartenschlauch, das ist Blödsinn. Du hast bis zu 24 Bar Druck und die kriegst du mit dem Gartenschlauch nicht hin. Niemals. Und deswegen ist es seine große Stärke. Du kannst diese Düse total leicht austauschen gegen die Lanze. Und jetzt probieren wir das mal aus, wie der Schaumreiniger. Ich habe jetzt hier einen Schaumreiniger drin, der wo schon angemischt ist, extra eigentlich für die Waschanlagen gemacht, wo du das Auto einschäumen kannst. Und jetzt probieren wir das mal aus, was er damit macht. Ich bin selber gespannt, ich habe es noch nicht probiert und ihr seid jetzt live dabei. Machen wir mal. Warte mal, das ist die kleinste Stufe. So her. Jetzt kommt nichts mit. Und so kommt richtig was mit. Und jetzt ist er aber auch schon leer, ganz ehrlich gesagt. Jetzt ist es schon leer, jetzt müssen wir es nachfüllen. Also da muss ich jetzt sagen, das könnte, ihr habt natürlich jetzt auch eine volle Kanne Auftritt gehabt, das könnte jetzt ein bisschen größer sein, muss ich ehrlich zugeben. Aber die Düse funktioniert wirklich gut, man sieht es selber. Es ist jetzt nicht so wie ein Foam oder wie das heißt, Sprüher, dass es dann so brutal aufwillt, obwohl das extra das Mittel dafür ist. Aber ich denke, dass es so ganz gut aussieht. Jetzt werde ich mal schnell umparken, dann machen wir die andere Seite auch noch und ihr seid dabei. So, jetzt weiter geht's. Ich habe jetzt ein bisschen umparkt, dass wir noch hinkommen. Und ich stelle ihn jetzt ein bisschen zurück, dass ich nicht so viel brauche. Jetzt gehen wir mit dem Schlauch über den Lack, obwohl man das normal nicht macht. Und ihr seht, ihr könnt es richtig gut einschäumen damit. So, jetzt muss ich die Reifen da noch machen. So, und jetzt ist er wieder leer. Machen wir das Ding weg. Das ist jetzt wieder leer. Also wie gesagt, das könnt ihr jetzt auch, also für das ganze Auto habe ich jetzt zweimal aufgefüllt.
Und es hat aber sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Und jetzt schauen wir mal, wie das Ergebnis ist, wenn wir es jetzt noch abspritzen. Dazu holen wir die Lanze. Dazu holen wir die Lanze, machen die Lanze drauf. Und es geht alles so dermaßen easy. Da festschrauben, da vorne hat es mir schon rausgehauen. Das Einzige, was mir immer passiert, ich komme immer hier dass es abgesperrt ist und dann kommt bloß noch Wasser raus. Und das ist das, was mir jetzt ein bisschen nervt, dass ich da immer aus Versehen drauf komme. Weil ich bin halt Rechtshänder und lang dahinter komme ich da drauf. Aber ansonsten, dann machen wir mal den anderen Strahl, dass der Dreck auch weggeht. Wir können natürlich oben auch den Strahl nehmen. Oder den breiten. Und geht da schnell weg. Ich habe natürlich vorne jetzt auch einen Fliegendreck dran. Da bin ich dann mit der Dreck geht, gerade mit dem Strahl. Ach, der geht weg. Unglaublich, hätte ich nicht gedacht. Also das bringt sie mit dem Gartenschlauch gar nicht weg. Natürlich, wenn ich jetzt mit dem Schwamm arbeiten würde, wäre es natürlich noch besser. Das geht echt weg, der Fliegendreck, unglaublich. Na, der Reiniger weicht das natürlich auch an. Jetzt schauen wir schon die Felge da drüben. Und muss ich drüben schauen. Komm jetzt nicht hin. Also funktioniert auch. Und da muss ich ganz klar sagen, da hat das Ding einfach seine Berechtigung. Das ist einfach so. Du kannst es richtig schön einschäumen in dein Auto, kannst es danach, wenn du einen gescheiten Reiniger hast, das ist ein gescheiter Reiniger, geht sogar der ganze Fliegendreck weg, muss ich sagen. Sogar drüben der Bremsenstaub von der Felge ist weggegangen, mit dem hier 24 Bar, was der kann, muss ich wirklich sagen, top. Ich mache jetzt das Ganze nur soweit fertig. Aber das wird lang dauern, da seid ihr dann so, das wird ja eigentlich langweilig. Und wie gesagt, alle Videos, was ich bis jetzt gemacht habe, sind unten verlinkt. Auch das Gerät ist unten verlinkt in der Videobeschreibung. Schaut euch das an, da könnt ihr entscheiden, will ich das, muss ich das haben, brauche ich das, kann ich das oder soll ich das. Es ist, wisst ihr selber, haben ist besser wie brauchen, denn wenn ich es brauche, habe ich es einfach. So sage ich, danke fürs Zuschauen, ich hoffe, dir hat es wieder gefallen. Wenn du Bock hast, kannst du auch ein Abo dalassen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video, würde ich sagen. Bleib gesund, bleib wie du bist und schalt wieder ein, wenn es heißt Akku rein, glücklich sein, da ist der Harry. Ciao, servus, mach's gut.